Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schokoladentest-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es nochmal eine Jokolade bei mir, und zwar diese hier, den Laminator. Ja, eine ganz neue Sorte. Hierbei handelt es sich um weiße Schokolade mit Zitronengeschmack und knusprigen Crepe-Stückchen. Ja, also das klingt schon mal interessant, würde ich sagen. Wir haben eine 140 Gramm Packung, 3,29 Euro habe ich dafür bezahlt. Und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets, wenn ihr die mal nachkaufen möchtet. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, da ist sie. So schaut sie aus. Das Design kennen wir schon. Schauen wir jetzt mal von hinten. So, hier kann man auf jeden Fall schon einiges erkennen vom Inhalt her. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich lege sie wie immer ein wenig anders hin und dann probieren wir sie. So, die Schokolade ist bereit, probiert zu werden, und ich hoffe, das wird wieder eine leckere Jokolade sein. Wir haben ja jetzt schon die eine oder andere Sorte getestet. Ja, mal gut, mal schlecht, sage ich jetzt einfach mal. Vom Ergebnis her, so schaut es von innen aus. Also man kann hier schon einige von diesen Crepe-Stückchen erkennen. Naja, dann probiere ich jetzt mal. Also großmäßig riecht man auf jeden Fall schon die Zitrone hier raus. Ich probiere jetzt mal. Also das ist auch das Erste, was man schmeckt. Den Zitronengeschmack, ganz klar. Ja, die weiße Schokolade geht jetzt nicht ganz unter, aber der Zitronengeschmack dominiert hier auf jeden Fall. Und diese Crepe-Stückchen, die da drin sind, die geben dem Ganzen so einen Crunch. Wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was es ist, hätte ich es jetzt für so Cookie-Stückchen oder sowas gehalten. Aber ich finde, diese Crepe-Stückchen haben auch keinen richtigen Eigengeschmack. Oder wenn ja, geht der hier auf jeden Fall so ein bisschen unter. Also diese Crepe-Stückchen sind auf jeden Fall auch ziemlich gut verteilt in der Schokolade. Ich habe jetzt hier einige in diesem Stückchen drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es schmeckt mir besser wie erwartet, die Schokolade. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der große Freund des Zitronengeschmacks. Aber hier ist nicht mit dem Geschmack übertrieben worden. Also der ist nicht zu stark, finde ich jetzt auf jeden Fall. Auch nicht bitter oder sauer, sondern kombiniert sich schön mit der weißen Schokolade. Kommt auf jeden Fall angenehm rüber. Ja doch, kann man auf jeden Fall mal machen. Schmeckt gut. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall mal wieder eine bessere Jokolade zum Glück. Ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Dann gibt es meine Bewertung. Für die Laminator-Sorte vergebe ich 2 Daumen nach oben. Also schmeckt wirklich ziemlich gut. Weiße Schokolade mag ich ja sowieso sehr, sehr gerne. Hat mich wirklich gewundert, dass es so gut mit dem Zitronengeschmack hier kombiniert worden ist. Ja, diese Crepe-Stückchen, wie gesagt, haben für mich keinen Eigengeschmack, aber machen schönen Crunch in der Schokolade selbst aus. Deswegen, ja, alles in allem auf jeden Fall ziemlich lecker. Ob ich sie mir jetzt nochmal kaufen würde, weiß ich nicht, aber werde ich auf jeden Fall natürlich komplett aufessen. Ja, mal wieder eine bessere Jokolade, wie schon erwähnt. Kann man definitiv mal machen. Könnt ihr natürlich auch gerne mal nachkaufen und selber probieren. Ich bin gespannt, wie sie euch schmecken wird. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Ist natürlich kostenfrei. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon das nächste Testvideo bei mir. Die gibt es immer täglich. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.